So Leute, heute machen wir unser Steak. Das ist ein Steak aus der Hüfte vom Almo Shop. Dazu brauche ich Steaksalz, für später dann vom Spice World ein Pfeffer. Und dass das Steak nicht so trocken ist, dann wir es dann ein bisschen mit einem Knoblauchöl einreiben. Das ist einfach ein Öl und da liegt unten ein Knoblauch. Und dann Rosmarin packen wir da rein. So, dann tun wir mal alles wegräumen. Schmieren wir es einmal ein bisschen mit einem Öl ein. Da braucht man nicht viel, wirklich nur ein bisschen. So, ein bisschen Öl drauf. Ah, jetzt riecht es schon ein bisschen nach Knoblauch. So, dann drehen wir das da um. So, das genügt schon. Das machen wir zu. Jetzt spielt es auch dabei daher. Jetzt nehmen wir uns ein bisschen Salz. Das sind grobe Kristalle. So, das können wir da ein wenig drauf da. Das muss genügen. Fahren wir es mal um. Jetzt haben wir auch irgendwas drauf. So. Schaut euch das schöne Fleisch an. So, das stellen wir beiseite. Da haben wir einen Rosmarin. Das legen wir drauf. Und jetzt holen wir unser Sackerl. Beim Sackerl ist immer wichtig, dass ihr ihn rund umschlagt, dass wir da nicht das verschmutzen, was wir dann zusammenkleben. Packen wir das Ganze ein, den Rosmarin tun wir dann mal beiseite da. So, schmeißen wir das da rein. Den legen wir für den Geschmack ein wenig drauf. Und schlagen wir den Rand um. Und dann es einvakuumieren. Und so lassen wir es ein Eichel dann im Zier. So, dann mal ein wenig vakuumieren. Ich habe da wieder mein Caso. Da legen wir das auf. Legen wir es da ein wenig her. Zack und machen wir auf. Und so legen wir es jetzt ein wenig in den Kühlschrank. Und ich lasse immer gern 2 Stunden. Und dann gehen wir raus zum Grill. Bei dieser Aufnahme glaubt man, man hat einen Kohlegrill. Der weiße Gasgrill. Schauen wir mal, wie warm das ist. Legen wir mal was auf. Das ist unser Hüftsteak. So, jetzt probieren wir mal eine Drehung. Und wieder. So, jetzt legen wir zum Rasten beiseite. Deckel zu und warten. Ob man ihn jetzt braucht oder nicht, den Grilleinsatz, ich finde ihn leibend. Ich sage immer, besser ist, man hat es, als dass man es braucht. Probiert es einmal selber aus. Kerntemperatur erreicht, jetzt tun wir es einmal raus. Jetzt lassen wir es kurz rasten, dann schneiden wir an. Machen wir einen Mittelschnitt. Jawohl. Nehmen wir uns ein bisschen was her. Legen das ein wenig auf da.
würzen mit Steakpfeffer. Da braucht man nicht sparen. Und das Leiden, das lasse ich mal schmecken. Da braucht man nur einen Pfeffer, einen guten. Mehr braucht man nicht.